Herzlich willkommen zum Herzkraft-Podcast. Klar, offen und intuitiv. Der Podcast für das Zuhause in dir. Hey, schön, dass du da bist. Mein Name ist Stefanie Rübke und ich liebe schon mein Leben lang Farben. Und habe auch immer wieder direkt gespürt, dass sie mir total gut tun. Und um diese positive Wirkung der Farben auf uns geht es in der heutigen Podcast-Folge. Wenn du auch nach ganz einfachen Möglichkeiten suchst, ganz einfachen Tools, wie du in deinem Alltag mehr Energie wahrnehmen kannst, wie du mehr Freude wahrnehmen kannst und dafür nicht noch extra irgendwelche Übungen und Zeit benötigst, dann ist dieses Interview heute mit Carsten Hohmann genau das Richtige für dich. Wenn du wissen möchtest, wie du dich Tag für Tag mit ganz einfachen Dingen wohler fühlst, dann hat er als Farbpsychologe heute einen Haufen Inspirationen mitgebracht, Tipps und Erklärungen auch, was das auch mit unserer Sensitivität zu tun hat, mit unseren Wahrnehmungen und wie wir diese ganz feinen, sensiblen Antennen so hilfreich für uns selbst in diesem Sinne einsetzen können, das erfährst du jetzt in dem Interview. Und für mich ist es wirklich ganz persönlich auch eine Herzensangelegenheit, dieses Thema, weil mich schon mein Leben lang Farben so anziehen und ich auch immer wieder gemerkt habe, wie davon meine Stimmung beeinflusst war und auch mein Energielevel gestiegen oder gesunken ist, je nachdem, mit welchen Farben ich mich umgeben habe. Und Carsten hat mir so viel Fragezeichen in meinem Leben genommen durch dieses Interview und ich bin ihm super dankbar dafür, weil ich ganz oft auch davon gesprochen habe und andere Menschen das gar nicht nachvollziehen konnten. Und vielleicht kennst du das auch von besonderen Wahrnehmungen, medialen Wahrnehmungen, hellsinnlichen Wahrnehmungen, wenn du von etwas gesprochen hast und dein Gegenüber dich nur mit großen, fragenden, staunenden Augen anschaut. Und das habe ich ganz oft erlebt, wenn ich so begeistert von Farben, Kunstwerken oder auch Gegenständen, Raumgestaltung gesprochen habe. Und jetzt in Indien war das wieder sehr deutlich, weil da sind wir ja quasi von Farben umgeben. Und das war so oft bei mir so, dass ich alleine schon morgens gute Laune bekommen habe, wenn ich diese Farbenvielfalt dort gesehen habe und die anderen, meinem Umfeld dort, den ich gesprochen habe, die haben gesagt, nö, ich merke nichts. Nö, ich nehme da nichts wahr. Und meine Begeisterung so gar nicht teilen konnten, dass ich dachte so, und jetzt möchte ich gerne mal wissen, was das auf sich hat mit diesen Farben und der Farbwirkung. Und bin dann bei der Recherche auf den Farbpsychologen Carsten Hohmann gestoßen und ich gesehen habe, wie toll der diese Zusammenhänge erklären kann von Farbwahrnehmung und Farbwirkung auf uns alle. Und warum sensitive Menschen da einen Vorteil haben, das hängt mit unseren Wahrnehmungsfähigkeiten zusammen, mit der Offenheit unserer Wahrnehmungskanäle. Und ich finde es immer so schön, wenn da wieder ein Puzzleteil dazukommt, warum das so hilfreich und unterstützend für uns ist und warum wir uns immer wieder so darüber freuen können, dass wir diese feinen Wahrnehmungskanäle haben. Und deshalb hat mir dieses Interview auch super viel Spaß gemacht. Und das wünsche ich dir jetzt auch, dass es dich inspiriert und du motiviert bist, dich wieder mehr dem Thema Farbe in deinem Leben zuzuwenden und wie sehr dich das unterstützen kann.
Ich freue mich so sehr, heute Carsten Hohmann zum Interview begrüßen zu können, den Farbexperten. Hallo Carsten. Ja, hallo Stefanie. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, ich finde das super spannend. Du bist Farbpsychologe und ich freue mich da sehr, heute mit dir in die Psychologie der Farben einzusteigen, weil mich und auch die Community da viele eine Sensitivität für haben, ja, ein Faible. Und du kannst uns halt sicherlich weiterhelfen, wie das überhaupt auf uns wirkt. Und vor allen Dingen auch, was mich interessiert ist, wie können wir das für uns auch positiv nutzen, ja? Wie können wir in der Raumgestaltung und so weiter darauf eingehen? Werden wir auf alles eingehen in dem Interview? Magst du dich nochmal kurz vorstellen? Sehr gerne. Mein Name ist Carsten Hohmann. Ich bin Farbpsychologe und verheiratet und lebe im schönen Hamm. Das liegt irgendwo bei Dortmund. Wie bin ich zur Farbpsychologie gekommen? Ich bin aufgewachsen in einem Malerbetrieb. Also meine Eltern haben ihren Betrieb gegründet. Da war ich gerade irgendwie ein halbes Jahr alt. Habe später Malerlackierer gelernt und habe dann danach für bestimmt 20 Jahre lang einen Malerbetrieb geleitet, die Honig und Blau GmbH hier in Hamm. Habe diesen Betrieb abgegeben, weil ich einfach der Meinung bin, dass beides unter einem Hut nicht funktioniert. Liegt an Folgendem. Wenn wir uns mit Malern, mit Handwerkern über Farbe unterhalten, dann meinen die das Material. Also dann fragen die einen sowas wie, soll es eine Lackfarbe sein oder eine Wandfarbe, muss die glänzend oder matt sein? Wenn wir uns mit Farbpsychologen, also mit Menschen wie mir, über Farbe unterhalten, dann geht es eher um den Farbton, um den Buntton, um die Helligkeit, um die Strahlkraft. Dann geht es eben darum, wie muss diese Farbe aussehen und was macht sie dann mit uns? Und das fand ich immer schon viel, viel spannender und habe im Grunde ursprünglich die falsche Ausbildung belegt, weil in der Malausbildung habe ich gar nicht das gelernt, was ich lernen wollte und habe eben später erst dann begonnen, Farbpsychologie zu studieren am Institut für Licht- und Farbendynamik in Rotenburg. Das war eine tolle Zeit, in der ich viel lernen durfte, nicht nur über Farbe, sondern eben auch über das Leben an sich. Das glaube ich. Das heißt, wenn du sprichst jetzt von dem Farbton, erklär das bitte für uns Laien nochmal ein bisschen genauer, weil wenn du jetzt sagst, da ist der Unterschied, die Maler gucken sich an, wie das technisch funktioniert und du hast bei dem Ton, wenn du automatisch oder wenn du das Wort Ton sagst, hast du automatisch im Sinn, dass es auch um die Wirkung geht, wie ich einen Raum streiche oder wie ich den gestalte. Ist es so? Ja, das ist so. Also das... Es wird ja viel diskutiert, ob jetzt die Farbe, also habe ich immer wieder gehört im Malerbetrieb bei Kunden, dass die gesagt haben, naja, ob mein Schlafzimmer jetzt weiß, grün oder blau ist, ist doch eigentlich auch völlig egal. Weil meistens bin ich da eh nicht drin und eigentlich habe ich auch die Augen zu und es ist mir doch völlig egal, Hauptsache es sieht gut aus. Und dann habe ich oft gehört, ich streiche die Wände am liebsten weiß, weil dann sehen meine Kunstwerke so schön aus, dann wirken die Bildchen so toll. Genau. Oder dann so. Und jetzt darf man aber feststellen, Farbe ist ja nichts anderes als Physik. Also, wenn wir mal ganz, ganz unten anfangen, ist Farbe ja nichts anderes als die Reflexion von farbigem Licht. Also, Licht ist wiederum nichts anderes als elektromagnetische Strahlung im Spektrum von 380 bis 720 Nanometer. Ich muss euch leider mit so ein paar technischen Dingen hier langweilen. Es gibt Menschen, die finden das super spannend. Diese elektromagnetische Strahlung wird also von einer Lichtquelle, der Sonne, einer Leuchte, ausgesendet und trifft auf einen Gegenstand. Und dieser Gegenstand reflektiert einen Teil dieser elektromagnetischen Strahlung. Sagen wir mal, der Gegenstand ist rot. Unsere Wände sind rot. Dann wird also ganz viel aus dem Licht rot reflektiert. Trifft auf unseren Körper, und da es elektromagnetische Schwingungen sind, Strahlung, Schwingung, versetzt das unseren Körper, ist nur Physik, in Schwingung. Und das ist bei Rot eine etwas andere Schwingung als bei Blau, Grün oder Gelb. Und genau das gucken wir uns an. Wie darf ein Raum gestaltet sein, damit die Mischung aus den unterschiedlichen Schwingungen, die im Raum entstehen, unserem Körper eben gut tun? Jetzt haben wir diese eine
eben diese eine Richtung, die Schwingung, die unseren ganzen Körper betrifft. Und zusätzlich kommt die bewusste Wahrnehmung übers Auge. Der liebe Gott, die Evolution, was auch immer, hat uns zwei Messinstrumente für elektromagnetische Schwingung geschenkt, nämlich die Augen, die zufällig exakt dasselbe tun, nämlich diese elektromagnetische Schwingung für unser Gehirn in ein Bild zu übersetzen. Das ist aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Wahrheit. Der viel größere Teil ist, dass überall an uns, nämlich auf der viel größeren Fläche, diese elektromagnetische Schwingung immer einen Einfluss auf unsere Körperfunktion hat. Geht so weit, dass, hat Dr. Professor Lüscher in den 50er Jahren bei Enten untersucht, geht so weit, dass Erpel, die im roten Licht aufwachsen und ein Vielfaches größere Hoden haben am Ende der Aufzuchtzeit, als beispielsweise die Erpel, die im blauen Licht aufwachsen. Das ist so irre, oder? Also so tief geht der Einfluss von farbigem Licht. Ja, ich kann das bestätigen. Mich haben Farben schon immer völlig fasziniert und angezogen. Leider auch oft deshalb, dass ich mir dann Sachen gekauft habe, weil ich die Farbe so toll fand. Ich habe schon so oft gesagt, boah, die Farbe ist so toll. Und ich sehe dann immer die erstaunten Gesichter oder auch so ein bisschen ratlos. Da wollte ich ja heute noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen, dass manche Menschen das eben so wahrnehmen können. Ich reagiere schon mein Leben lang total auf Farben, die auch ganz viel Freude in mir auslösen, das, was du so erzählst mit der Schwingung. Also ich kann da so, sagen wir mal, emotional mit dem mitgehen, was du sagst. Ich verstehe das jetzt nicht vom Physikalischen her, aber es gibt so in mir so eine Resonanz, ja, das passt, das stimmt so, ne? Und was ich nochmal sagen wollte, wie du hast eben so schön erklärt mit dem Raumwirkung, ich glaube, das war doch bei dir auf der Webseite, wo man sehen kann, wie ein Raum sich verändert, wenn der wieder gestrichen ist. Ne? Da gab es da nicht so ja, eine also, das sollte das auch jeder mal ausprobieren. Da sollte wirklich mal jeder drauf gehen. Das ist so spannend zu sehen. Kommen wir später drauf. Es gibt ja tausendfach diese Vorher-Nachher-Bilder. Es gibt tausendfach alle möglichen Sachen. Ich habe jetzt jüngst noch mal in meinem meinem Instagram-Kanal gibt es ein Video relativ weit unten. Da zeige ich, wie sich die Gesichtsfarbe verändert, also die Wahrnehmung der Gesichtsfarbe verändert, wenn ich vor einem weißen oder einem farbigen Hintergrund bin. Weil einfach der Weißabgleich in der Kamera im Auge, Weißabgleich gibt es überall, eben macht, dass ich vor einer gut gestrichenen Wand, vor einer farblich passend zu mir gestrichenen Wand, viel gesünder und besser aussehe als beispielsweise vor einer weiß gestrichenen Wand. Ja. Und das ist, die Herausforderung ist, und das ist eine Diskussion, die führe ich immer, immer, immer wieder mit Kunden und mit Interessenten, baue es immer in meine Vorträge ein. Die Herausforderung ist, dass die bewusste Wahrnehmung für all das, also wir können darüber nachdenken, bewusste Wahrnehmung, ja, bei 2% der Gesamtwahrnehmung liegt. Also wir nehmen nur 2% von all dem, was wir wahrnehmen könnten, überhaupt bewusst wahr. Die anderen 98% nehmen wir wahr, aber eben unbewusst. Reden wir jetzt hier nur von der Farbwirkung oder mit genereller Wahrnehmung? Generell. Also die generelle Wahrnehmung teilt sich auf in 80% sehen, 14,5% hören, den Rest teilen sich Zunge, Nase, Haut. Also, da bleibt ja nicht mehr viel. Diese 5% noch aufzuteilen. So. Und die Herausforderung ist, dass eben diese 80, 14,5 und 5% von all dem nehmen wir nur 2% bewusst wahr. Wenn es um 2% ist ein Durchschnitt. Das heißt, es gibt Menschen, die nehmen 1,5% wahr und es gibt eben andere Menschen, die nehmen 2,5% wahr. Sensible Menschen, also es gibt Menschen, die sich eben, die mehr spüren, die glauben, mehr zu spüren. Ich behaupte, die spüren nicht mehr, sondern die nehmen mehr wahr, weil die eine etwas erweiterte Wahrnehmung haben. Die nehmen vielleicht nicht 2, sondern 3% wahr, bewusst, von all dem, was da so um uns herum passiert, und haben damit eine 50% größere Wahrnehmung als alle anderen.
Sie nehmen damit 1,5-mal so viel wahr wie alle anderen. Und jetzt gibt es ja vielleicht Menschen, die sogar auf 3,5 oder 4% ihrer Wahrnehmung kommen. Bewusste Wahrnehmung, weil sie ihre Wahrnehmung auch besonders geschult haben und. Und haben damit eben eine ganz andere Wahrnehmung und einen viel größeren Zustrom von Themen, von Einflüssen auf ihr Gehirn, als das diejenigen haben, die vielleicht 2 oder 3% nur wahrnehmen. Wir erleben das immer dann, Entschuldigung, den Einsatz noch, wir erleben das immer dann, wenn wir Farbberater ausbilden in unserer Ausbildung, die jetzt Ende des Jahres mal wieder anfängt. Am Anfang des Seminars kommen die in so einen Seminarraum rein, setzen sich hin, machen ihr Ding und fertig. Die können einem abends überhaupt nicht erzählen, wie der Seminarraum aussah oder wie die Tische aussahen, welche Oberfläche der Tisch hatte, welche Farbe die Stühle hatten. Das wissen die alle nicht. Das flutscht quasi durch die Augen rein, aber direkt ins Unbewusste und wieder raus. Wenn die sich auf das Thema Wahrnehmung und Farbpsychologie und so weiter haben ausbilden lassen von uns, also am Ende des Seminars, können die mir plötzlich alles erzählen, weil sich der Wahrnehmungskanal Sehen im Laufe des Seminars so vervielfacht hat. Der hat sich so erweitert. Und ich kriege dann ganz oft Zuschriften eben von Teilnehmern, die sagen, ich kann in kein Hotel mehr gehen, ohne mir alle Wände anzugucken. Bei meinen Freunden gucke ich jetzt immer in alle, wie das so aussieht und so. Und ja, verändert sich eben diese Wahrnehmung auch im Laufe des Lebens. Ah, schön. Ich bin dir super dankbar, dass du genau das erklärt hast. Also ich weiß ja, ich gehöre ja auch dieser hochsensitiven Geschichte und ich hatte auch hellsinnliche Wahrnehmung schon mein Leben lang. Aber in Bezug auf Farben habe ich gedacht, das ist doch noch relativ normal. Das muss doch nur eigentlich jeder wahrnehmen. Also da habe ich gar nicht weiter gedacht, dass das auch in diesem Bereich ganz normal mit einfließt, wenn ich eine erweiterte Wahrnehmungsfähigkeit habe, dass es auch auf Farben ist. Und ja, mich machen Farben ganz schnell glücklich, sag ich mal. Die haben auf mich eine sehr freudesteigernde Wirkung, kommt auf die Farbe an. Aber das heißt, ich habe gedacht, du kannst uns da bestimmt auch helfen, wie wir das für uns nutzen können. Also diese Wirkung, die Farbe auf eine energiebringende Art hat, ja, wo wir Freude, ich erlebe damit mehr Freude, ich kriege mehr Energie und das kann sich auch jeden Tag ändern. Ja, heute brauche ich Türkis, morgen sage ich, brauche jetzt aber irgendwie Rot. Je nachdem, da weißt du vielleicht auch was drüber, da gibt es eben auch Unterschiede. Wie können wir sozusagen das für uns nutzen, dass wir tatsächlich mehr Energie dadurch bekommen? Ich fange mit einem ganz großen Geheimnis an, das kein Geheimnis ist. Die Wirkung der Farbe ist auf alle Menschen gleich. Also alle Menschen sind in farbigen Räumen glücklicher. Der Körper fühlt sich anders an. Also die Wirkung ist überall, zumindest fast identisch. Spielt sich alles in so einem ganz, ganz schmalen Korridor ab. Sprechen wir wieder über Wahrnehmung. Du scheinst eine von denen zu sein, die diese zusätzliche Gefühlsregung, diese andere Gefühlsregung tatsächlich auch noch wahrnehmen, bewusst wahrnehmen können. Okay. Ja, dann kriegst du einfach nicht mit. Also, die können am Ende nicht sagen, hey, wenn ich diesen Pulli anziehe, fühle ich mich besser. Sondern die haben zufällig irgendwie, jetzt, ich nehme mal dein Türkis, die haben jetzt zufällig diesen türkisen Pulli an und kommen abends nach Hause und denken sich, boah, toller Tag, heute war super. Und kramen in ihrer kognitiven Wahrnehmung, also in dieser 2% Wahrnehmung, kramen die jetzt nach Dingen, die dafür gesorgt haben könnten, dass sie gut drauf sind. Oh, der Chef war toll heute oder meine Kollegin war nett. Meine Kinder waren gar nicht so frech wie sonst. Also sie suchen irgendwelche Dinge, die sie wahrgenommen haben, um zu begründen, dass sie so glücklich sind. Ganz oft ist die Farbe. Wir erleben das jetzt im Frühling ja ganz stark. Ja, absolut. Jetzt Monate hinter uns, grauer Himmel, kalt, irgendwie uselig, so ein bisschen feucht, nass. Und diese Zeit haben wir jetzt hinter uns und wir haben an alle irgendwie an uns gemerkt oder zumindest die breite Masse, sonst würden die Zeitungen nicht über Winterblues und diesen ganzen Kram schreiben. Viele von uns haben eben gemerkt, so, das war blöd, das gefällt mir aber gar nicht und es zieht mich so runter. Ja, es stimmt, D3-Produktion fährt runter, weil das Licht fehlt, also weil Sonnenlicht fehlt.
verschiedene andere Hormone werden reduziert. Unser Schlafhormon wird nicht mehr so sehr unterdrückt, weil dazu brauchen wir blaues Licht. Das wird aber durch die Sonne, durch die Wolken weggefiltert und. Und wenn jetzt plötzlich die Wolken aufreißen, der Himmel wird blau, die Sonne kommt raus. Ich erlebe es an meinen beiden Hunden, wenn ich mit denen bei schönem Wetter, gestern schien ja in Hamm die Sonne, wenn ich mit den beiden bei schönem Wetter rausgehe, die tollen und tanzen durch die Gegend, das ist der Hammer, das ist eine völlig andere Stimmung. Und so ist es bei uns Menschen auch, wenn wir dann rausgehen, und das geht ja jetzt im März, April, Mai erst richtig los, dass wir auch wieder Wärme spüren und Kraft der Sonne spüren, dann kommt diese Energie zurück in unseren Körper, die Bäume, da kommen da die ganzen kleinen zartgrünen Knospen dran, also es kommt auch mehr Farbe in die Natur und plötzlich sagt unser Körper so, wow, endlich wieder, ist das toll. Ja, genau. Alle sagen, oh, ja, hier Frühling, ne? Fühlen wir uns wieder richtig gut. Der Hauptteil, der sich verändert, ist das Thema Licht und Farbe. Temperatur auch ein bisschen, okay. Die spielt aber dabei gar nicht die größte Rolle. Nee, spielt auch nicht. Ich weiß das. Ich war auf Mallorca. Also da wollte ich glatt mal einhaken. Jetzt verstehe ich das auch, weil ich jetzt schon zweimal im Winter nach Mallorca gefahren bin. Und da ist es nicht viel wärmer als bei uns im Januar, weil nämlich dort alles schon quietschegrün ist. Und ich immer denke, boah, mir geht so das Herz auf, wenn ich hier über Land fahre. Und diese grünen Wiesen, die kleinen gelben Blümchen, also die haben den Frühling vorgezogen und es ist nicht so warm. Genau das, was du beschreibst. Das gibt mir ganz viel Energie. So, pass auf, erster Lifehack für heute. Ja. Was kann ich tun, damit ich eben durch diese schwere Winterzeit komme, damit es mir immer richtig gut geht? Ich gucke einfach mal raus in die Natur, was macht die so? Die größte Fläche, die wir wahrnehmen in der Natur, wenn wir draußen sind, ist der Himmel. Ja. Ist der Himmel blau, geht's uns super. Warum? Warum streichen wir flächendeckend in ganz Europa die Zimmerdecken in einem Farbton, wie draußen das schlechte Wetter aussieht? In Grau meinst du? Nein, weiß ist es doch meistens, oder? Also weiß. Aber es ist alles, das ist ja meistens ein weiß-grau. Es ist nicht so richtig schneeweiß. Ja, da hast du recht. Wenn wir schneeweiß machen müssten, müssten sie viel Geld investieren. Da wir aber alle geizig sind beim Farbeneinkaufen und gerne die günstige nehmen, ist die nie ganz weiß, sondern hat so ein grau-weiß-beige. Mm. Also halt mal ein Blatt Papier daneben, so richtig weiß ist die selten. So. Und selbst weiß ist ein bewölkter Himmel. Warum nehmen wir nicht eine Tube blau, machen 3-4 Tropfen blau rein? Es muss ja nicht so richtig krass blau sein, aber wenn die ganz leicht blau ist, die Decke, und wir die Farbe, und wir streichen damit die Decke und leben dann unter einer himmelblauen Decke, dann können wir schon unsere Stimmung, unser Wohlbefinden um ein Vielfaches steigern. Das ist wirklich ein toller Lifehack. Und was ist mit Gelb? Du redest jetzt vom Schlafzimmer, oder was ist denn mit Gelb im Sommer, wenn wir auch alle nach draußen gehen, weil die Sonne scheint und wir dieses Licht so gerne wahrnehmen? Schön, dass du Gelb als erstes erwähnst. An Thema Gelb kann ich toll aufzeigen, dass Farbe auch eben immer zwei Seiten hat. Wir haben vor vielen, also einer meiner ersten Vorträge, es ist 15 Jahre her, würde ich sagen. Und da kam eine Dame auf mich zu am Ende des Vortrags und hat gesagt, oh, meine Kinder, die zoffen sich immer und bei uns ist mittags, die hat 3 Söhne und da ist immer Mord und Totschlag am Mittagstisch. Da kann ich, sagst du, ob ich 3 Schnitzel brate oder 5 oder 7, es ist völlig egal. Es ist immer, immer mittags Mord und Totschlag. Die streiten sich ums Essen und um alles. Roman, können Sie mal vorbeikommen, sich das anschauen bei uns? Vielleicht liegt es ja an unserer Gestaltung. Vielleicht kann man da was ändern. So, ich bin da hingefahren, haben wir es angeguckt. Ein Haushalt wie bei Schöner Wohnen. Machst dir kein Bild. Also es ist wirklich toll gewesen. Toll, toll, toll. Alles perfekt. Zitronengelbe Wände. Dazu hatte man vor 15 Jahren so zitronengelbe Wände. Dazu Kissen in so einem Zitronengelb mit grünem Karo drauf. Toll. Passende Vorhänge dazu. Der Bodenbelag, so ein Holz, ein recht warmes Holz. Es war einfach rundherum unfassbar fantastisch schön. Dieses Gelb an den Wänden, so ein richtig schönes Frühlingsgelb, macht tolle Laune, keine Frage. Und
putscht auch diese Laune so richtig schön auf. So, hey, Frühlingsanfang, all das, was wir eben erzählt haben. Also Frühlingsgefühle pur. Gleichzeitig steckt da drin aber die Idee, ich könnte etwas haben, das der andere hat, das, was wir als Neid bezeichnen. Ah, stimmt. Gelb mit das, Neid, das habe ich schon mal gehört. Das ist die Schattenseite der Farbe Gelb. Wir müssen jetzt hier dazu sagen, Gelb-Grün. Also dieses Neid-Gelb hat einen Grünstich. Und genauso war dieser Raum dann gestrichen. Was haben wir also gemacht? Wir haben nichts anderes getan. Es sah am Ende immer noch fast aus wie bei Schönheit, also wirklich tolles Bild. Wir haben nichts anderes gemacht, als die Räume neu streichen lassen und haben aber alle grünen Pigmente aus der Farbe Gelb rausgenommen. Sodass aus diesem Zitronengelb jetzt so ein Cremegelb wurde, also etwas wärmer. Das hat mehr Gemütlichkeit mitgebracht, etwas mehr Ruhe, etwas mehr Lagerfeuer. Und plötzlich, also nach ein paar Wochen, rief die Frau an und sagte, Roman, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben. Ja, wir haben neu gestrichen, aber Sie müssen noch was anderes gemacht haben. Meine Jungs streiten nicht mehr so viel. Sind ja auch Jungs und die sind auch alle in der Pubertät, aber sagt sie, die Schärfe ist raus. Das ist nicht mehr Mord und Totschlag, sondern das ist jetzt noch so ein bisschen, aber nicht mehr die Aggression. Ich könnte mich stundenlang mit dir über diese Farbe unterhalten. Ich finde das so spannend. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Gelb. Fand ich immer toll zum Angucken. Ich hatte ein gelbes Auto, ein gelbes Fahrrad und hätte das aber nie angezogen. Und irgendwie dachte ich immer, das passt überhaupt nicht zu mir. Und dann habe ich aber jetzt irgendwie so einen Gelbton, der ist auch mit so einem kleinen Orangestich da drin, irgendwie so ein Kleid in Indien. Das hing da und ich habe gedacht, du bist jetzt mein erstes gelbes Kleid. Und ich bin mehrfach darauf angesprochen worden, was das für eine tolle Farbe ist. Und das ist ungewöhnlich. Also, dass ich gedacht habe, weil ich jetzt gerade so mit diesem Farbthema beschäftigt war, jetzt fangen Menschen an, die Wirkung von Farbe tatsächlich auch in meinem Umfeld zu benennen. Also jetzt scheint es loszugehen, dass mehr Menschen dafür eine Sensibilität bekommen. Weil das selten sonst so ist, dass Leute mir sagen, ja, tolle Farbe oder so. Das scheint, das sind ja dann die überhaupt schon diese Wirkung bewusst wahrnehmen. Aber bei diesem Gelbton mit dem Orange drin, da ging es jetzt los. Wir leben in einer seltsamen Zeit. Seit den 90er Jahren, also irgendwann in den 80er Jahren, irgendwas zwischen 1975 und 85, wurde eine Dispersionsfarbe erfunden, also wir sind wieder bei den Malern, eine Dispersionsfarbe erfunden, mit der wir weiße Farbe, ohne dass sie abfärbt, wenn wir sie berühren, auf Wände streichen können. Vorher waren das nur Kalk- und Leimfarben, aber irgendwann zwischen 1975 und 85 hat sich das entwickelt, gab es dann von vielen Herstellern eben diese sogenannte, erst hieß sie Binderfarbe, später hieß sie Dispersionsfarbe, die eben so fest ist in der Oberfläche, dass sie nicht mehr abfärbt und dass ich nicht irgendwie mir die Klamotten versaue, wenn ich sie berühre. Ja. Bis dahin haben wir fast alle Räume farbig gestrichen. Weil nur mit farbigen Pigmenten hat man die Bindemittel, die auch farbig waren zu der Zeit noch, nicht gesehen. Weiß hatte immer Cremestich. Es gab kein richtiges Weiß bis dahin. Außer man nahm eine Kalkfarbe, die eben abfährt. So. Seit den 90er Jahren steigt jetzt also der Verbrauch von weißer Wandfarbe kontinuierlich an. Und wird mehr und mehr und gipfelt eben in der heutigen Zeit in einem Verbrauch von weißer Farbe von, ich habe mit einem großen Farbhersteller gesprochen, die sagen, 75% aller ausgelieferten Farben sind weiß. Ja. Wenn man weiß, dass man die meisten farbigen Farben doppelt streichen muss, dann stellt man fest, wie wenige Flächen wir überhaupt farbig machen. Ja. Viele haben ein Interesse daran, viel weiße Farbe zu verkaufen, weil sie brauchen nur eine Produktionslinie. Eine große. Teuer, farbige Farben zu produzieren, weiße, also viel von einer Farbe zu produzieren, ist viel billiger. So. Zweitens. Wir sind mehr und mehr zu einer Gesellschaft geworden, die es nicht mehr schafft, Farbe zu bekennen. Also zu dem zu was sie wirklich tun. Liegt an Social Media und Co. Es gibt immer einen, der dir einen überbrät,
wenn du einen gelben, grünen, roten oder blauen Pulli anziehst. So, nie, wie sieht das denn aus? Was hast du denn gemacht? Das ist aber blöd. Mhm. So, also wir sind darin geschult, uns anzupassen, immer mehr gleich zu werden. Guck mal, in die Modeindustrie, es gibt nur noch vergraute Pastelltöne. Ganz, ganz viel. Furchtbar. Ganz spezielle Läden gehen, um eben richtige Farbe zu bekommen. Ich habe noch so eine orangene Lederjacke, die ich gerne anziehe. Die ziehe ich zu Vorträgen an und zu Interviews und so. Und dann hat die Welt einen ganzseitigen Artikel über mich veröffentlicht und habe ein großes Foto von mir in meiner orangenen Jacke reingepackt. Richtig schönes, großes Bild. Ich war stolz wie Wolle, dass das so da drin war. Auf Welt Online steht unter diesem Artikel, 2, 3 kommentieren das mit: Traue niemals einem Farbenpsychologen in orangener Jacke. Das ist, kannst du mal sehen, ja. Das, was da für Bewertungen dann irgendwie im Kopf stecken, ne? Ja, so. Und das macht ja jetzt mit den Menschen, die da draußen ohnehin etwas unsicherer unterwegs sind, macht das jetzt, ich darf die orangen Jacke nicht mehr anziehen. Ja. Zieh was Graues an. So, fand ich gar nicht so auf. Gleichzeitig, jetzt kommt das Spannende, der spannendste Teil im Thema Weiß, Schwarz und Grau. Gleichzeitig verbindet unser Unbewusstsein, unser Urwissen, Weiß mit Nebel. Im Nebel können wir uns nicht orientieren. Mhm. Urwissen, das heißt, dieses Wissen kommt aus einer Zeit, wo wir noch mit Lendenschutz und Speer bewaffnet über die Felder gezogen sind, um Tiere zu jagen, gefährliche Tiere zu jagen. Also da brüllt jetzt gerade ein Wolf, ein Säbelzahntiger, was auch immer. Ich stehe im Nebel, weiß nicht, in welche Richtung soll ich laufen. Wo ist die Klippe? Wo ist der nächste Baum? All das weiß ich nicht. Heute noch wird in unserem Unbewusstsein, in unserem Stammhirn, bei der Farbe Weiß, so ein Unwohlsein ausgelöst. Das erleben wir mal dann, wenn wir in komplett weiß gestrichene Kliniken gehen beispielsweise. Dann haben wir so ein bisschen flau im Magen, so, oh, ist aber blöd hier. So. Jetzt haben wir im Bewusstsein natürlich den Wächter sitzen, der immer sagt, nee, habe ich ja selber gestrichen, ist alles gut. Und die beiden kämpfen miteinander. Das sorgt für Stress im Kopf. So, wir machen uns jetzt also mit dem vielen Grau, Weiß und Schwarz, die gleichen Geschichten könnte ich für Grau und Schwarz erzählen, wir machen uns jetzt also mit dem vielen Grau, Weiß und Schwarz immer und immer und immer unsicherer. Dann kommen von außen Menschen, die auch noch draufhauen und sagen, nee, wenn du Farbe ziehst, ist das aber blöd. Also noch mehr Unsicherheit. Und niemand schafft oder wenige schaffen es überhaupt noch, sich dagegen zu stemmen und zu sagen, das ist mir aber völlig egal alles. Ich nutze trotzdem wieder Farbe, damit ich wieder in meine Sicherheit komme. Mhm. Mhm. Zum einen möchte ich dir sagen, ich ziehe mein Leben lang schon weiß an, ja. Für mich hat weiß eine andere Wirkung. Für mich hat das ganz viel mit Klarheit zu tun, aber immer in Kombination mit einer anderen Farbe. So. So ist aber auch genau richtig. Es darf eine andere Farbe hinzu, weil nur Klarheit heißt ja auch Leere. Ja, aber also dieses mit dem Nebel kann ich jetzt, im Vordergrund steht da für mich immer das Gefühl von Klarheit. So. Und was mir aufgefallen ist, ganz besonders jetzt im Herbst, wir hatten ja ganz lange Zeit tollen Sommer und auf einmal war von einem auf den anderen Tag wurde es irgendwie 7-8 Grad kühler und dann bin ich mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und dachte so, es darf nicht wahr sein. Sofort kamen die schwarzen Jacken raus, sofort von einem Tag auf den anderen, dieses Sommer, Sachen, die, da habe ich gedacht, was passiert denn in den Menschen, dass die sofort anfangen, dunkelgrau, braun, dunkelblau und schwarz anzuziehen und gestern war noch Sommer, da war es ein bisschen farbiger. Also, und dann wiederum in Indien zu sehen, da haben ja alle irgendwie in der Regel viel bunt, also zumindest die Frauen, ja. Also was ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es dieses Gefühl von Unsicherheit auch dadurch zustande kommt und sind dann die Frauen in Indien nicht so unsicher? Woran liegt das? Nee, die sind einfach mutiger, was das Thema Farbe angeht. Die sind einfach lebensfroh, die sind nicht so durch die Industrie und durch Mode und durch gesellschaftliche Zwänge, durch gesellschaftliche Bewegungen geprägt oder anders. Sie sind einfach anders geprägt. In Indien fällst du auf, vor allem als Frau, wenn du in Grau, Weiß oder Schwarz rumläufst. Ja, das stimmt. Da gucken die alle und sagen, was stimmt denn mit der nicht? Also ja. Da dreht sich das Prinzip quasi genau um. Mhm. Jetzt können wir lange die Frage stellen, ist das jetzt richtiger, wie die in Indien leben? Nein. Wissen wir.
Nee, wissen wir nicht, ne? Diese Frage dürfen wir offen lassen. Wichtig zu wissen ist aber, was kann Farbe, also dass Farbe etwas kann und wir alle gemeinsam mutiger sein dürfen, Farbe einzusetzen. Ja. Und gleichzeitig natürlich unseren kulturellen und gesellschaftlichen Konventionen Rechnung tragen. Ja. Also selbstverständlich gehe ich nicht auf eine Beerdigung im gelben Anzug. Ja, also da schaue ich, was ist hier kulturell richtig und orientiere mich natürlich daran, weil diese Kultur, die wir hier gemeinsam haben, hat ja auch zu einer Zusammengehörigkeit und zu einem Sicherheitsgefühl geführt. Uns Europäern geht's so gut, weil wir eben genau diese Kultur haben und keine andere. Uns hier in Zentraleuropa geht es so gut, weil wir diese Prozesse, Mode, Industrie und so weiter haben und wir genau davon leben können. So. Mhm. Also aus beiden Welten das Richtige rausnehmen. Ich glaube, das ist der Kern dessen, was wir mitnehmen dürfen. Nicht auf der einen Seite sagen, ja, Farbpsychologie ist das Einzige, was uns jetzt hier gesund macht und nach vorne bringt, aber eben auch nicht sagen so, ach nee, das ist ja alles Quatsch und ich orientiere mich eher an der Industrie, die werden schon das Richtige für mich haben. Ja, das finde ich nochmal ein ganz wunderschöner Hinweis, weil wir ja jetzt alle auch gerade hier im Online-Wesen, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, dass wir uns aber auch gerne immer von außen diese Unterstützung dazu holen können, dass es da auch noch ganz viel gibt. Und das finde ich so schön, dass du das jetzt, du hast das sehr verständlich erklärt. Ich bin dir super dankbar. Und gerne, gerne. Du hast da ja auch ganz spannende Angebote für alle hier draußen. Kannst du uns vielleicht nochmal dazu erzählen, was du jetzt aktuell gerade anbietest? Also, für mein Leben gerne halte ich Vorträge. Also ich bin buchbar für Vorträge in allen möglichen. Super als Vortrag. Zum Thema Farbpsychologie natürlich. Also die Motivation mit Farbe, wie kriege ich mehr Erfolg mit Farbe, wie verkaufe ich mehr mit Farbe und aber eben auch, wie werde ich glücklicher mit Farbe in meinen Wohnräumen, in meinen Arbeitsräumen, wo auch immer. So. Das zweite Thema ist, all diese Sachen stehen selbstverständlich niedergeschrieben in diesem tollen Buch. Wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, streich sie einfach himmelblau. Erhältlich zurzeit ausschließlich über meine Homepage als E-Book. Da kriegst du es für 9,90 €, sind 170 Seiten voll, 140 Seiten vollgeschrieben mit tollen Geschichten über Farbe und was Farbe mit uns macht. Da steht drin, warum Telefonzellen früher gelb waren und es sie heute nicht mehr gibt. Und da steht auch drin, wie genau das damals war mit der Untersuchung bei dem Blücher mit dem Boden von dem Erdbeben. Und dann wird es geben, und wer sich in meinen Newsletter einträgt, kriegt als erstes die Information dazu. Es wird geben in diesem Oktober die erste Ausbildung zum farbpsychologischen Berater nach Corona. Wir legen das ganze Thema neu auf. Das wird eine völlig neue Form der Ausbildung werden. Also es gibt einen Teil online. Es ist eher ein Mentoring-Programm. Wir machen einen Online-Teil. Es gibt irgendwas zwischen 25 und 35. Wir sind noch nicht fertig. Online-Videolektionen, die dir ein ganzes Jahr zur Verfügung stehen, also auch über Oktober hinaus, um immer wieder auch nachzugucken, nachzulernen. Zeitgleich vereinbaren wir in der Zeit viermal ein einstündiges gemeinsames Mentoring, wo wir uns über deine Themen unterhalten. Wie kriegst du Farbe in dein Leben integriert? 1:1, nur wir beide. Und dazu gibt es nochmal viermal ein Q&A. Also da sind wir alle, die in dieser Ausbildung sind, gemeinsam, können Fragen stellen. Ich beantworte diese Fragen. Und on top steckt in dieser Ausbildung am Ende drin, dass wir alle gemeinsam nach Rust zum Europapark fahren und wir dort ein dreitägiges Live-Event machen. Wir werden live gemeinsam über Farbe, da gibt's noch mal viel mehr Info, da machen wir noch mal ein paar Übungen, ganz, ganz, ganz viel, was wir da eben noch reinpacken. Also ein Riesenpaket, du darfst gespannt sein. Wir sind gerade dabei, das auszuarbeiten. Pricing steht noch nicht. Aber abonniert meinen Newsletter unter carsten-hohmann.de und dann kriegt ihr alle Infos, die ihr braucht. Ja, mir geht sofort schon das Herz auf, wenn ich denke, wow, die ganze Zeit nur mit Farbe sich zu beschäftigen. Und da gibt es mehr Leute. Also ich habe das jetzt auch bei Instagram tatsächlich zwei Leute, die
dann irgendwas drauf geschrieben haben wegen Indien. Und ich habe gesagt, oh, endlich Gleichgesinnte, die das auch so wahrnehmen können, die auch so auf diese Farben reagieren, ja. Ja. Ich verlinke das alles unter den Shownotes und passen, ich bin dir super dankbar. Du hast das ganz toll erklärt und ich kann einfach nur jedem empfehlen, dich als Speaker zu buchen. Das ist wirklich, glaube ich, da hast du deine Mission gefunden. Eine deiner Missionen. Richtig schön. Vielen Dank, dass ich beide sein durfte. Ja, gibt es zum Abschluss noch etwas, was du gerne, ja, vielleicht als Lebensweisheit oder was du den Menschen noch mitteilen möchtest, der sensitiven Community? Ja. Fangt endlich an, wieder in Farbe zu leben. Fangt an, darüber nachzudenken, an welche Farbe kommt an die Wand. Und ihr könnt dabei gar nicht so viel falsch machen. Hauptsache, ihr lasst Weiß, Schwarz und Grau weg. streicht eure Decken himmelblau. Besorgt euch farbige Kissen fürs Sofa. Besorgt euch farbige Teppiche. Sorgt dafür, dass bitte kein Blau auf dem Boden ist. Es gab nur einen, der übers Wasser gehen konnte. Sorgt dafür, dass eure Wände euch mehr und mehr in eine Höhle hüllen, weil nur in der Höhle fühlen wir Menschen uns wirklich sicher. Mhm. Raus in die Natur, das tun wir ja sowieso alle schon, oder? Mhm. In dem Sinne, lebt farbig, ich danke euch. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Hast du auch so ein Thema, was dich schon ganz lange beschäftigt, wo du so eine Eigenart an dir festgestellt hast und andere Menschen das nicht so richtig nachvollziehen können? Wie es dir geht mit einer Sache oder was du da so wahrnimmst, dann hoffe ich oder wünsche ich mir, dass du durch diese Podcast-Folge auch die Inspiration bekommen hast, diesem Thema nachzugehen. Denn für mich war das jetzt so super inspirierend und spannend und auch hilfreich, dass ich endlich etwas darüber erfahren habe, was das mit dieser Farbpsychologie auf sich hat und wie das mit der Wahrnehmung von der Wirkung der Farben ist, dass ich dir das nur ans Herz legen kann. Für mich hat das ganz viele Fragezeichen beantwortet und mir Verständnis geschenkt, sodass ich dich gerne inspirieren möchte, auch deiner Fragestellung nachzugehen, nach Experten zu suchen oder danach zu fragen, wer dir diese Fragen beantworten kann. Warum reagierst du so? Oder warum nimmst du etwas wahr, was dein Umfeld nicht mit dir teilen kann unbedingt. Denn je besser wir uns verstehen und selbst immer besser kennenlernen, umso einfacher wird es auch, ja, ein Verständnis, ja, einen liebevollen Blick auf uns zu haben, womit wir dann auch immer mehr in Verbindung mit unserer Kraft kommen. Ja, das ist wie eine Suche nach uns selbst und wie wir uns immer mehr selber finden. Ich finde, das unterstützt uns so sehr, auch diese Stärke, diese sensible Macht und Kraft in uns zu finden. Es erleichtert unseren Weg. Und Farben können uns bei allem unterstützen. Und das kannst du als sensitiver Mensch auch besonders gut wahrnehmen und deine feinen Antennen, ja, deine offenen Wahrnehmungskanäle genau dafür zu nutzen, was dich da unterstützt, ja, was dir Energie gibt. Und das wünsche ich dir, dass du mit viel Lebensfreude und Energie das Leben genießen kannst. Dafür ist unsere Sensitivität super hilfreich. Ich sende dir eine Herzensumarmung und freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Liebe. Ciao.